Hallo, mein Name ist Joran Klatt. Ich bin Mitglied in der Redaktion von Indes, Zeitschrift für Politik und Gesellschaft. In einer der kommenden Ausgaben wollen wir uns mit dem Themenschwerpunkt Digitalisierung auseinandersetzen. Und was ist da naheliegender, als einen alten Bekannten einzuladen, Wolfgang M. Schmidt, der in einer der damaligen Ausgaben über Nonkonformismus sich mit dem Themenschwerpunkt Ernst Jüngers Waldgang beschäftigt hat und sich selbst in der Welt der Digitalisierung bestens auskennt und sich darüber auch viele Gedanken macht. Wolfgang M. Schmidt kennt man vor allem als YouTuber für seinen Kanal Die Filmanalyse, in der er wöchentliche Filmkritiken vorstellt und macht das dort nicht so, wie man das von den meisten Filmkritiken inzwischen kennt, indem man so Sterne, Prozente oder Daumen nach oben oder Daumen nach unten vergibt, sondern er geht das Kino sehr stark gesellschafts- und, ja, man könnte fast sagen, ideologiekritisch an. Und Wolfgang M. Schmidt erfreut sich dabei immer größerer Beliebtheit, kann man auch sagen. Seine Klickzahlen sind, dankenswerterweise gehen sie nach oben. Und hat dabei aber ein recht ungewöhnliches Format. Man sagt ja im Internet, ist doch alles sehr schnelllebig, kurzweilig, alles muss sehr klar verständlich sein. Das durchbrechen Sie ja doch sehr stark, indem Sie dort die Rolle eines intellektuellen Filmkritikers einnehmen. Daher jetzt die Frage, funktioniert das? Es funktioniert für eine gewisse Nische, kann man sagen. Also möchte man bei YouTube Millionen Klicks generieren, dann kann man das mit einem solchen Format natürlich nicht tun. Aber an sich bietet ja die Plattform die Möglichkeit, längere Videos zu drehen. Dieses wird ja auch wahrscheinlich länger als 3-4 Minuten sein. Und grundsätzlich kann man dort ja alles sagen, was man möchte und kann komplexe Gedanken darlegen, Dinge auch, die man vielleicht in einem Vortrag sagen würde oder in einem längeren Interview. Und ich glaube schon, dass YouTube die Möglichkeit bietet, dass gerade auch dadurch Leute auf gewisse Themen gelenkt werden oder einen anderen Blick zum Beispiel auf Filme gewinnen, dadurch, dass man eben ein ganz anderes Format macht als das, was sonst dort häufig vertreten ist. Für mich war Filmkritik, und da stehe ich natürlich in einer gewissen Tradition mit Siegfried Krakauer, immer auch Gesellschaftskritik. Und darum geht es eigentlich gerade bei Mainstream-Produktionen zu zeigen, dass man die auch ganz anders betrachten kann und dass man durchaus auch Theorie braucht. Also es ist auch ein großes Plädoyer dafür, dass man sich die theoretische Brille aufsetzen muss, um diese Filme klarer sehen zu können. Mhm. Nun ist die Filmanalyse ja in vielen Punkten eben nicht nur sehr theoretisch, sondern geht auch sehr stark auf Politik ein und politische Phänomene. Das ist natürlich für uns von der Indes besonders interessant. Man sagt ja immer so, oder es ist ja inzwischen eine gewisse Mode, dass man die sozialen Netzwerke eben als Medien kritisiert, in denen so etwas wie eine Deliberation, in denen so etwas wie ein politischer Austausch kaum noch stattfindet. Man richtet irgendwann von Echokammern und Filterblasen. Und welchen Eindruck haben Sie da? Sind soziale Medien jetzt der Untergang der Deliberation oder haben sie auch ein gewisses Potenzial, politisch im positiven Sinne zu wirken? Wenn man sich die großen Tendenzen ansieht, dann muss man natürlich zum Pessimisten werden, um Realist zu bleiben. Aber ich glaube schon, dass das grundsätzliche Potenzial da ist, dass man eben Inhalte dort bringen kann, die woanders immer weniger stattfinden. Zum Beispiel im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Im privaten Fernsehen gab es das eigentlich nie, aber im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gab es intellektuelle Formate, die es heute weniger gibt oder die auch nur noch in Spartenkanälen stattfinden. Oder ein großes Problem ist ja auch, dass wissenschaftliche Publikationen es zwar immer noch gibt oder sehr viele mehr zum Teil sogar gibt, aber dass sie immer weniger gelesen werden, dass oft 5, 6, 7, 8 Leute vielleicht den Aufsatz, den man geschrieben hat, über einen Monat lang überhaupt erst wahrnehmen. Und so etwas wie YouTube oder auch das Verbunden mit den sozialen Medien, also ich bin natürlich auch auf Twitter und auf Facebook, um diese Videos zu bewerben in gewisser Weise, also um darauf aufmerksam zu machen, dass es ein neues Video gibt. Irgendwoher müssen das Menschen ja erfahren. All das bietet eben schon die Möglichkeit, dass man neue Publikationsformen hat, wo man auch tatsächlich wieder das sein kann, was man einmal unter einem engagierten Intellektuellen verstand, nämlich ein Intellektueller, der
mit der Öffentlichkeit in Kontakt tritt, der zur Öffentlichkeit spricht und nicht nur sich in einem akademischen Kreis aufhält und es dort eine Spezialdebatte gibt, von der die anderen aber kaum etwas mitkriegen oder vielleicht zu spät etwas mitbekommen. Und das finde ich eigentlich eine große Chance auch, dass man unglaublich aktuell sein kann. Das ist im Prinzip bei einer Tageszeitung auch so, aber doch hat man dort gewisse Einschränkungen, zum Beispiel was die Länge anbelangt. Oder man hat auch gewisse Redaktionen, die dieses oder jenes nicht wollen. Bei YouTube kann ich zunächst einmal all das machen, was ich machen möchte. Und wenn ich mich davon frei mache, dass ich irgendwie davon leben will, dass ich damit großes Geld verdienen will, dann habe ich auch die Möglichkeit, eben intellektuelle Inhalte an den Mann, an die Frau zu bringen, die zunächst einmal vielleicht nicht für die breite Masse sind, aber immer wieder entsteht dann doch so etwas, dass durch diese Netzwerkeffekte, die das Ganze freisetzt, dann gerade auch Leute darauf aufmerksam werden und dazu stimmen oder vielleicht auch widersprechen, die vielleicht sonst gar nichts davon erfahren hätte, wenn ich das in einer wissenschaftlichen Publikation nur kundgetan hätte. Jetzt würde man ja sagen, dass in einem Verhältnis Produzent-Empfänger Sie auf der Produzentenseite wären. Jetzt hat dazu der Internetpionier und Internetkritiker vor einigen Jahren, Jaron Lanier, gesagt, eigentlich ist im Internet jeder, der sich dort aufhält, gerade auf den sozialen Netzwerken, viel weniger eigentlich der Kunde, sondern vielmehr das Produkt. Man generiert, man gibt seine Daten ab, man produziert einen Mehrwert, man produziert Content, Sie einen sehr speziellen, aber jeder sozusagen, indem er dort seine eigene Aufmerksamkeit als eine messbare und verwertbare Ware mit hineinnimmt. Lanier empfiehlt jetzt, im Grunde müsste jeder auf Facebook dafür bezahlt werden, dort seine Daten preiszugeben. Würden Sie ihm recht geben? Ich gebe ihm absolut recht. Ich glaube nicht, dass das geschehen wird. Das würde eigentlich bedeuten, dass man Facebook enteignen müsste oder dass man viel stärker auf Facebook politisch einwirkt, dass sie sozusagen die Verpflichtung haben zu dieser Abgabe. Ich glaube nicht daran, dass das geschehen wird, aber grundsätzlich sollte man, wenn man Facebook nutzt, wenn man Twitter nutzt oder eben YouTube nutzt, sich dessen bewusst sein, dass man dort Inhalte schafft, die mögen persönlich sein, indem man Urlaubsfotos postet oder eben politisch, journalistisch, wie auch immer, dass man Inhalte schafft und dadurch für die die Arbeit macht, dass sozusagen, und das ist eben der Plattformkapitalismus, dass eben die, die diese Plattform betreiben, die sozusagen die Eigner dieser Produktionsmittel sind, am meisten daran verdienen. Bei Facebook bekomme ich natürlich einen gewissen Service angeboten. Ich kann eben mit Freunden vernetzt sein oder ich kann bei Twitter eben auch interessante Dinge finden. Das ist sozusagen der Lohn, der angebliche. Aber in Wahrheit ist es so, dass ich natürlich dort etwas produziere, egal was auch immer ich dort tue. Das bringt denen Klicks und die erwirtschaften damit jede Menge Geld und die Aktien steigen ja auch in der Regel von diesen Unternehmen, aber ich bekomme davon nichts. Oder bei YouTube ist es so, dass ich natürlich an Werbung etwas verdiene, aber das natürlich nicht so ist, dass ich alles bekomme, was ich erwirtschafte, sondern das ist eben das alte Marx'sche Ding, dass ich einen Mehrwert produziere, den behält aber eben der Besitzer dieser Plattform, behält Google ein. Und das ist vielleicht eine ganz bemerkenswerte Geschichte, dass das so wenig wahrgenommen wird, dass diese Plattformen quasi neutral erscheinen und man immer wieder vergisst, dass dort ganz wenige sind, die enorm viel damit verdienen. Und ich glaube, man müsste, wenn man zumindest in diesem Bewusstsein arbeitet, überlegen, wie viel man an Zeit und auch an Fleiß und Intellekt investiert, um diese Plattformen zu füttern oder ob man nicht sozusagen manchmal auch diese Zeit besser für andere Dinge nutzt, wo das vielleicht für einen auch wirtschaftlich in irgendeiner Weise ertragreich sein kann. Denn man muss auch sagen, allein vom Twittern oder vom Facebooken oder sonst was kann niemand leben. Nur ganz wenige, das sind aber Influencer, die Inhalte machen, die natürlich überhaupt kein Niveau in dem Sinne erreichen und die auch gleich eng verbandelt sind mit einer Werbeindustrie, mit Großkonzernen und so weiter. Das hat aber natürlich mit einer publizistischen Arbeit, wie man das zum Beispiel als Journalist hat oder so, rein gar nichts mehr zu tun. In der kommenden Ausgabe über Digitalisierung haben wir mit Wolfgang Schmidt noch in einem längeren Interview über
diese und viele andere Aspekte gesprochen. Das wird es dann dort im Print geben. Dafür schon einmal vielen Dank. Und wie würden Sie sagen, indes? Wir schauen nur, aber wir sehen nicht.